dir. Ciao, merci. Geiles Klopfen. Ja. Hey, geiler Pulli. Ja. Alles klar. Okay, ja, super. Top. Geil. So, wie geht's? Gut, gut. Sehe, ich habe morgen Training gehabt. Ja. Ein bisschen chillt und dann können wir ein bisschen. Machen wir ein bisschen. Ja, sind ihr ready? Ja, Mann. Yes. Geil. So, jetzt haben wir Leute. Wir sind back mit einem ganz speziellen Video. Ich bin heute ein bisschen aufgeregt. Zwar haben wir heute Samir dabei. Peace, Samir. Kannst du dich selber schnell ein bisschen vorstellen, was du so machst? Ja, voll safe. Also ich bin der Samir, ich bin 24 und bin Kunstturner. Wir sind hier in Macklingen, genau. Im Nationalen Sportzentrum. Das ist mein Zuhause. Ich trainiere hier bis zu 30 Stunden in der Woche. Und ja, genau, das ist mein Leben. Ich liebe es. Mein Ziel ist, irgendwann an die Olympiade zu kommen. Und ja, heute zeige ich dir ein bisschen am Ibri meine Welt. Und dann schauen wir, was er da anbringt. Genau. Also, mein Ziel heute ist schlussendlich, einen Backflip zu arbeiten. Und wir haben vorhin gerade besprochen, ich habe schon von einem Sprungbrett auf einem Trampolin geschafft, aber aus dem Stand aus noch nie. Also, sagen wir, noch nie getraut. Und jetzt versuchen wir das heute anzubekommen, mit der Hilfe natürlich von Samir. Genau. Er wird so ein bisschen Schritt für Schritt zeigen, dass auch ihr zuhause vielleicht könnt ihr ausprobieren. Genau, also, top. Stay tuned. Ja. Versuchen wir, ja, machen wir es. Also, da ist Schulterbreit. Ja, das Ziel ist halt Schulterbreit. Aber ihr könnt ein bisschen rausnehmen. Schon nur, wenn ihr so schafft, ist gut. Also. Und nachher machen wir dreimal. Aber. Das kennen wir eigentlich auch vom Gym. Also. Aber so eng. So Schulterbreit eben. Ist gut. Und schauen wir mit dem. Schulterbreit ist gut. Mit dem Schammerbreit. Ja, Bro, stark, stark. Genau. Oh, aber ich kenne nicht viele Leute, die das außerhalb vom Turnen suchen. Ich brauche es immer als Aufwärmen. Also, ja. Ich habe etwas breiter, aber so für die Schulter und so. Das ist tipptopp. Super. Eins. Ja, ja, ja. Gut. Ja, Bro. Wo ein Band Schulter draußen. Ja, man merkt auch, Mobilität, Körperspannung ist sehr wichtig da. Ja, voll. Beim Football ist Gespür, also das ist nicht so Priorität. Ja. Ist auch wichtig, aber es wird nicht so Fokus drauf gelegt. Halt. Beim Football ist nicht so wichtig, wie es aussieht, habe ich das Gefühl. Ja. Da. Da ist voll, das viel, viel wichtiger. Ja, und bei uns eben, das ist jetzt wirklich, was wir jetzt gemacht haben, das ist, sage ich jetzt mal, das Wichtigste, das Nötigste. Yeah. Wenn wir einfach gerade das Alter gemacht haben, Bro, dann ist die Verletzungsgefahr zu gross. Yeah. So bist du safe, aber normalerweise machen wir noch mehr. Yeah, weil normalerweise haben wir nicht nur Trampolin. Ja, gehen wir auch noch als Rek und nachher Ring, Bro, mit den Schultern. Musst da musst du noch viel machen. Mehr. Ja, ja. Meistens machen wir so eine Stunde Einwärmen und nachher so zwei Stunden Techniktraining. Ja, ja, ja. Und am Schluss noch Athletik, Krafttraining, Beinkraft, Oberkörper. Okay, okay. Eben, wichtig ist einfach immer, Bro, viele Leute, die ich sehe in der Body, zeig dir, wie sie machen. Mhm. Bro, schau. Siehst du? Wow, fuck, sorry. Das Wichtigste ist, dass dein Kopf bleibt gerade. Ja. Yeah. Dass du eigentlich so machst. Aha. Siehst du? Du hast wie das Gesicht von Frau. Eigentlich, ich, genau. Einfach mal so, wie du gedacht hast. Also eher vorne schauen. Kopf gerade. Lass dir Zeit, du musst genau. Ja, Bro, ja, ja. Bro, easy, Alter. Der schaffen wir easy auf dem Boden. Ja, easy. Aber
Eben, der erste ist so, wie man gerade gesehen hat, ist immer meistens der Body, erste. Ja, ja, aber das ist, viele Leute denken, machen das als Sicherheit. Weil sie wollen halt wie sie wollen schauen und sie wollen Orientierung. Ja. Aber eigentlich hast du so weniger Orientierung. Ja. Weil du gerade hinterher gehst und dann bist du gerade durcheinander. Voll. Einfach ein bisschen weniger mit dem Kopf ziehen. Okay. Weil jetzt hast du auch nicht... Eben vorne haben wir ja die Vorübung gemacht, mit Zack. Und jetzt hast du einfach so gemacht. Ja, die Hüfte gestrichen, nicht Dings. Eigentlich mit mein Bein gerade so schnell wie möglich kommen. Ich habe jetzt gemerkt, bin aber gerade hinunter. Ich kann nur weniger Kraft aufwenden. Ja, ja, voll, voll. Okay, das ist eben so mein Bedenken. Wir sind wieder zu viel oder zu wenig? Nein, nein. Ja, das kann nie passieren, wenn du ein bisschen zu viel Rotation hast. Ja, fix. Whoa, oh, alles gut. Ja, das kann nie passieren. Alles gut. Bruder. Ich kann nicht checken. Aber alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Okay, alles gut. Du bist einfach so hinteren und du hast keine Rotation gemacht. Ja. Das ist gar nicht passiert. Ja. Du musst immer. Das Wichtigste ist einfach, dass du mit den Beinen kommst. Mit den Beinen wirklich kommst. Und du hast halt nachher versucht, weil eine Rotation nachher Steg macht. Auf. Halt. Ja, das darfst du nie machen. Nie auf. Wär so bleiben, dann wärst du vielleicht auf den Rücken gekommen oder so. Ja. Aber wenn du so bleibst, es sieht eigentlich von alleine, musst du nochmal schauen. Versuch. So. Kannst du ein bisschen höher gumpen. Und nachher mach. Weißt du, wenn die Beine kommen und der Kopf bleibt, es passt. Ja. Es kommt genug. Also. So wie der erste. Das Einzige, was ich noch dir sagen will, ist, das Schlimmste, was man beim Salto haben, ist, wenn man Angst hat. Ja, weißt, das ist es, ja. Weil, Bro, vielleicht im Football ist auch, wenn du zögerlich in einen Zweikampf gehst, Bro, du hast verloren. Du hast verloren. Jetzt weiß ich gerade, was du meinst. Und versuch ein bisschen confident. Du kannst ein Salto. Ja. Versuch confident zu sein und nachher kommt der Rest kommt von allein. Du hast deine Hände einfach so frei, ja? Frei. Also draussen. Ist okay, kann man machen, aber Bro, es ist viel schwieriger, weil du kannst, indem du so machst, kannst du noch Rotation noch machen. Mehr generieren, ja, indem du schau, ich kann jetzt einfach so und dann nehme ich meine Hände und kann nochmal so. Praktisch nichts mit dem Ball gemacht, ja. Und ich heb dich ein versuch dich ein heben. Also, ich zeig dir nur jetzt mal, so bisschen, wie der Ablauf ist. Du fängst an und dann nimmst Schwung und dann springst. Ja, genau. Aufpassen, jetzt hast du auch gerade wieder so gemacht. Ja, ja. Versuch den Kopf eigentlich gerade. Ich zeig dir mal kurz. Komm von der Seite schauen. Du kannst so. Genau. Ist jetzt auch. Viel besser als dort. Ja, ich kann denken, dass... Bro, easy, schon. Von wo? Push. Ja, let's go, komm mal. Okay, jetzt habe ich wieder fertig. Jetzt ist es noch mehr. Ja. Jetzt ist es ein bisschen... Zu confident. Ja, richtig. Ja, Bro, ja, ja, ja. Ich glaube, ich habe jetzt schon, wo du in Touchdowns gehst, im Backflip. Das ist so ein schicker Ziel, checkst du? So ein schicker Touchdown, ein Score, wäre schon geil. Ja, Bro, ja, sehe, hast du nicht müssen. Ja, voll. Hast du nicht müssen? Stimmt, ja. Krass. Spider-Man. Ja, Bro. Bro. Ja, ich schwöre, Alter. Ich schwöre. Meine Jungs, ist gut bis jetzt. Ich kann schaffen ohne Hand. Also. Ja, ich schwöre. Und alle sagen das. Ich schwöre. Ja, Alter, easy, Mann. Brüder. Ja, Junge. Alter. Hey, easy gewesen, ja. Wie fühlt sich gut so? Gut, Gefühl. Ja, sehe. Komm mal. Passt! Ja, Bro, nicht schlecht. Aber jetzt hast du wieder hast gemerkt. Ich bin nicht aufhören. Sie warst schnell, Bro. Warst schnell. Dass er ready ist. Ja! Bruder! Ja, Mann.
Krass. Ja. Ja, geil. Ja, Bro, das ist Endstufe, ich sag dir ehrlich. Ach so. Also eben, Sprungkraft hast du. Ja, ich habe das Gefühl, ich weiss jetzt dank deiner Info in meinem Kopf auch, was es liegt, wenn ich es nicht schaffe, eben, dass ich rauf muss und so. Voll. Tipptopp. Voll, ist geil. So nicht anleitend. Eben, denk daran, wenn du auch nachher alleine liebst oder so. Mhm. Eben, genau, die Sachen. Sachen. Ja, voll. So, also das war es mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt sicher ein bisschen Input bekommen, was die Kunsttour angeht. Der Samir hat sehr viele Sachen sehr gut erklärt. Ja, was meinst du zu mir? Wie habe ich mich geschlagen? Hast du ich muss ehrlich sagen, der Iber hat mich überrascht. Also ich habe gewusst, dass du so ein bisschen Sprungkraft hast und so. Yeah. Aber gerade wo du den Scorpion gemacht hast, der Feli, ich gedacht, wir müssen abbrechen. Yeah. Aber nachher stark. Und eben, wie gesagt, like das Video für den Iber, dass er auch eventuell Teil 2, dass er nochmal auf Macklingen kommt. Eben mit Turnen noch viele andere Geräte, es gibt noch viele andere Sachen zum Üben. Mhm. Und voll supportet ihn, kommt das gut. Danke vielmals. Wie auch er gesagt hat, supportet auch ihn, er hat auch einen YouTube-Channel. Genau. Wir uns da unten sicher mal an, könnt dort auch folgen. Go liken, schreibt etwas Nettes in den Kommentar. Und genau. Ey, noch etwas Kleines habe ich noch als Geschenk für dich. Bringt er jetzt echt? Ja. Also, nach dem Training ist es ja wichtig, ein bisschen Proteins zu saven. Ja. Und ich habe einen Sponsor, Powerfood, und ich habe gedacht, gebe ich ihm da einen Shake, dass er gerade ein bisschen Proteins hat. Mal. Cinnamon Cereal Flavor. Genau, genau. Und so eine Flasche, die du beim Training kannst brauchen. Danke vielmals. Und Autogrammkarte? Autogrammkarte, Bro. Die ist mal am wichtigsten. Genau. Und wer weiß, vielleicht sehen wir irgendwann bei der Olympiade. Genau, vielleicht. Das sage ich allen so. Ich schwöre. Super. Also, nice. Wie gesagt, liket, abonniert, gönnt ihm folgen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Let's go. Smoking man.